Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Room. Ich glaube, dieses Rätsel haben wir schon im letzten Part gelöst, aber ich mache es einfach nochmal schnell, da es schnell ging. Und nicht wirklich schwer ist. Das überfordert selbst mich nicht, auch wenn ich gerade schon wieder dumm bin und jetzt einen Fehler mache wie im letzten Part. So. Das ist ja nochmal die Maschine, die von innen größer ist als von außen. Ja, stellen wir jetzt mal das Ding hier drauf. Kapitel abgeschlossen. Schöne Fortschrift. Ja, okay, das ist wirklich immer dasselbe, was da steht. Wow. Was geht hier denn für ein Shit ab? Ich muss noch meine Stoppuhr starten, weil ich sie schon wieder vergessen habe. Wo in aller Welt bin ich? Das frage ich mich auch. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ein Notizbuch mit einer Skizze des Nullelements. Was ist das? Oh, ein Zettel. Das Tagebuch ist auch nicht fertig. Okay. Ein absonderliches Gefühl der Bewegung. Nicht vollends, wie sich drehen. Nicht vollends, wie fallen. Ich fühlte, wie ich die Schwelle überschritt und die Vision verreppten. Vielleicht sollte sie mich nur an diesen Ort bringen. Der Weg zurück verschließt sich hinter mir. Doch ein Weg voran tut sich vor mir auf. Etwas zieht mich weiter. Falls du bei mir bist, werde ich dir auf deinem Weg Geleit geben. Ich bete, dass du nie gekommen bist. Ich bete, dass du nur ein weiterer meiner Träume bist. Ich glaube, das hier hat was zu bedeuten. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ach Gott, dieser Raum. Dieser Raum war ziemlich komplex. Daran erinnere ich mich noch. Wieso sieht das verdächtig aus? Kann ich das irgendwie richtig anvisieren? Okay, nein. Das wird dann wahrscheinlich aufgehen. Aha. Ah, ja. Interessant, was man da alles findet. Ich mag die Rätsel. Was hat das jetzt? Ah. Ein kleines Zahnrad. Okay, mal schauen. Da war doch gerade eine 3. Ah ne, es war kein Dreieck, es war ein Stern. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein. Hier unten sind auch noch einige Sachen. Schauen wir erstmal hier. Okay, nein, hier ist nichts. Dort sind zwei kleine Löcher, die darauf hindeuten, dass etwas fehlt. Hier, schaut mal. Hier kann man was... Ah. Ach, das ist so ein Spielchen. Daran erinnere ich mich. Alle müssen blau werden. Nein. Ach so, ich darf nicht loslassen? Nein, darf ich nicht. Okay. So, okay. Nicht loslassen dieses Mal. Ach so, und das Ganze jetzt nochmal um dann das Weiße. Ich habe das Gefühl, dass ich einen Fehler begangen habe. Ah, da habe ich wirklich. Okay, nochmal alles zurück. Okay, da muss man jetzt halt richtig nachdenken. Also nicht meine Stärke. Okay. Wenn ich, verdammt. Wenn ich so und so mache, dann...
dann. Ah, ich hab's. Na, komm. So, dann Hebel. Der macht. Achso, und die Legs sind vorbei. Also die ganzen Hänger die ganze Zeit. Müsste jetzt eigentlich vorbei sein. Eine Metallkugel. Ich vermute mal, dass. Auf der anderen Seite auch? Nein. Ah, Knopf. What? Ah, Zahnrad. Und dafür macht man so einen großen Mechanismus. Bisschen unnötig, aber okay. Wer auch immer das hier alles erbaut hat, noch nicht. Ich will ja zuerst das Zahnrad. Dann schaue ich mir das nochmal an. Sieht sehr interesting aus. Das ist aber noch mehr, da kann man sie. Oh, ein sternförmiger Schlüssel. Ein paar alte, verblichene Tarotkarten. Da liegt doch was, oder? Ist da irgendwas? Nein. Okay, was ist das? Entschuldigung. Da, das hier. Die Symbole kenne ich auf jeden Fall schon. Damit kann ich noch nichts anfangen. Okay, damit auch noch nicht. Aber es sieht alles sehr interessant aus hier. Okay, tun wir das mal rein. Oh, scheint alles sehr alt zu sein. Oh. Was ist das hier? Jetzt mal im Ernst. Das weiß ich selber nicht. Okay. Hier hat sich doch jetzt bestimmt was getan. Okay. Ah. Ein Schlüssel und da unten ist noch etwas. Oh. Nein, da ist doch was drin. Ich kann das nicht bekommen. Okay, vielleicht bekomme ich noch irgendwie die Möglichkeit. Ja, ich weiß, was es tut. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwie die Möglichkeit, mehr als nur drei Einstellungen zu benutzen. Eine Metallplatte. Hatte ich ja solche. Ah. Okay, das kommt dann wohl hier hin. Genau. Jo. Was? Okay. Münzenschlitz. Brauche irgendwie eine Münze. Schlüsselschlitz habe ich doch hier schon gesehen. Irgendwo. Ach so, das war da oben, nicht da unten. Ja, passt sogar. Ach. Was? Ja. Hat auf jeden Fall etwas damit zu tun. Ich verstehe es nicht. Ah, das sind Symbole. Drei Punkte. Was anderes sind? Drei Punkten? Hier waren doch auch solche komischen Dinger mit Punkten drauf. Hat das vielleicht etwas damit zu tun? Ich wüsste nicht was, ehrlich gesagt. Ich wüsste nicht was. So, nee, das ist das Service-Symbol. Hey, was muss ich denn da jetzt machen? Oh, jetzt ist es auf einmal weg, was da drin war.
Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Da kann ich ja damit schon irgendwas machen. Es muss irgendwas damit auf sich haben. Ich weiß nur noch nicht was. Und mal, das habe ich noch. Ah doch, das war doch das da. Ein S mit einem Strich durch. Gibt es das hier nicht auch? Nein, anscheinend nicht. Okay. Durch das Öffnen der Messingplatte auf der Rückseite der Kiste sieht man nun mehr von den drehenden, drehbaren Röhren. Messingplatte. Ich glaube, das ist damit gemeint. Jetzt hänge ich wieder auf dem Schlauch. Das da habe ich doch schon ausgelöst, oder? Ja, und das da auch. Und da muss man eh nichts mehr machen. Neuer Tipp. Vielleicht erscheint ein Hinweis, wenn ich den sternförmigen Schlüssel nach oben drehe. Harfe, rechts Note, links Harfe, rechts Note. Mal zuerst die Harfe. Harfe, Harfe, Harfe. Und wie sage ich das dahin soll? Vielleicht bleibt es einfach gespeichert. Rechts ist die Note. Ah. Und was hat das jetzt gebracht? Vielleicht, wenn ich jetzt nach oben drehe, vielleicht geschehen jetzt so ein As. Blablabla. Wenn ich nach oben drehe, müsste jetzt eigentlich was anderes geschehen, oder? Ah. Zahlen? Was zum. Oh, Schimmer. Ach du. Muss ich da auch noch irgendwas tun? Das ist jetzt nicht euer. Okay, ich würde sagen, das hier sieht so aus, als könnte das. Ah, 3. Dann ist das hier wahrscheinlich eine 7. Und das kann man gar nicht bewegen. 5, 7, 3. Ah, sehr cool gemacht. 5, 7. 3? Stimmt das? Oh, es stimmt wirklich. Und nochmal Schimmer. Oh Gott, nein. Ich hasse dieses Rätsel. Leider kenne ich es schon. Ich muss mich nur. Ich weiß, dass man das auf jeden Fall irgendwie drehen konnte, bewegen konnte. Auch etwas, was in diese Fassung passt. Na, wo bekomme ich es her? Habe ich jetzt halt alles gemacht?
Wer weiß. Ja, eigentlich schon. Da waren da noch irgendwelche Dinge drinnen. Wow, wie oft kommen die? Okay, ich glaube, das ist nicht so gewollt. Machen wir dazu die Reihe goldener Symbole auf der Seite des Tisches. Soll gut sein. Ich mich auch. Die haben doch nichts damit zu tun. Oder etwa doch? Nein, die haben doch nichts damit zu tun. Hä? Wieso will der jetzt damit was anfangen? In der Nähe der Reihe muss etwas Bewegliches vorhanden sein. Oh, ich hätte selbst drauf kommen. Ah, warte. Da waren doch hier. Genau. Eins ist Dreieck, zwei ist Kreuz und drei ist S. Dreieck, Kreuz, S. Dreieck, Kreuz, S. Dreieck, Kreuz, S. Oh, eine Münze. Oh, eine Münze. Münze, Münze, Münze. Die passt hier rein. Genau. So, okay. Ich habe jetzt zwar nicht aufgepasst. Ah. So, das spielt von selber. Das war die Themen, also die Musik, die bei dem Hauptmenü spielt. Ist sehr cool. Ah, okay, und jetzt bekomme ich gleich beide Griffe. Und diese Griffe werden jetzt der Horror. Okay, ich muss ja die ganze Zeit drehen. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich habe dieses Rätsel nie verstanden. Ich habe immer auf gut Glück gemacht. Man muss halt irgendwie das Ganze drehen, dann genau tauchen hier diese Kästen. Ach doch, jetzt verstehe ich's. Jetzt ist es alles voll, genau. Wenn ich es jetzt zweimal drehe, ist ein freies. Ah, ich hab's verstanden, okay. Alles, was auf der Rückseite ist, ist hier halt. Ich weiß, beste Erklärung. Ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen, hoffe ich. Ah ja. So, okay. Jetzt brauche ich noch unten links eins. Da hier, das hier. Ich glaube, das ist jetzt nicht... Ja, das ist jetzt satt. Nicht da, wo es hingehört. Jetzt vielleicht? Oh yes. Wow. Ich bin stolz auf mich. Ich hab's voll. Schnell. Ja, schnell geschafft. Oh. Immer muss hier alles kaputt gemacht werden. Kann man das noch drehen? Das bringt ja nicht recht viel. Ein Steinchen. Ein roter Edelstein in einer Metallplatte. Kamerafahrt. Oh Gott, was? Oh Gott. Okay. Auf jeden Fall gehört die Metallplatte hier rein. Das ist offensichtlich. Was bewirkt sie? Was? Okay. Da ich mal vermute, dass einfach alle Steine da rein müssen. Okay, und wie funktioniert jetzt das hier? Ah. Das ist ein Schieberätsel. Ah, okay.
Dann kann ich die Edelsteine rausnehmen. Verstehe. Oh, das wird ja schwieriger. Okay, jetzt geht's noch an das Gelbe. Wird jetzt ein bisschen kompliziert. Wie mache ich das jetzt? Okay. Überlegen. So, das hat nichts gebracht. Ah. Wenn ich das jetzt da hinstelle, kann das nach da. Wenn ich das da hinstelle, kann das nach da. Und dann... Ah. Ein gelber Edelstein. Jetzt habe ich 3 Edelsteine und kann da jetzt alle wahrscheinlich rein. Jetzt muss ich wahrscheinlich... Ja, jetzt muss ich nur noch herausfinden, welche Reihenfolge. Also... Mal schauen. Keine Ahnung. Gibt es hier irgendwo einen Anhaltspunkt? Nein. Nein, dieser Notiz. Das hier verstehe ich immer noch nicht. X, X. Ich glaube, das sollte irgendwas für das Klavier sein. Okay, wie sieht das jetzt aus? Okay, nein. Es muss doch irgendeinen Anhaltspunkt geben. Es gibt keinen Anhaltspunkt. Okay. Dreh das Loch in dem Brett. Blinkt man genau. Durch was? Durch das Loch in dem Brett? Achso. Okay. Kann das stimmen? Weiß nicht. Sieht irgendwie richtig aus. Ich bezweifle, dass das richtig ist. Hä? Edelsteine passen. Ja, das versuche ich gerade herauszufinden, liebes Spiel. Danke für den Tipp. Ah, das muss daraus wahrscheinlich werden. Moment, lass mich mal schauen. Ich glaube, Blau kommt dann dahin, oder? Keine Ahnung, das verschmilzt ein bisschen so in Blau. Falsche Seite anscheinend. Tue ich jetzt mal das Blaue dahin. Wenn ich mit dem Okular durch das Loch im Brett schaue, dann muss er erkennen, dass über den Edelstein schwebt. Ich sollte herausfinden, welcher. Oh, das ist schon fast richtig, würde ich behaupten. Okay. Moment. Also. Ich mache jetzt halt grün, gelb, blau. Das ist falsch. Dann mache ich jetzt halt gelb, grün, blau. Auch falsch. Gelb, grün, blau, dann kommt jetzt blau, grün, gelb. Ach, das... Mann, es muss doch irgendeinen Anhaltspunkt geben. Von wegen. Oh, nerv nicht. Ich will mich umschauen. Ich verstehe das nicht. Ich kann ja auch nicht von hier aus irgendwie was machen, ne? Und hier kann ich nicht mal durchsehen.
Keine Ahnung. Part ist jetzt eh zu Ende. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.